Hallo, liebe Sammlerfreunde und Zuschauer. Ich melde mich mal ganz kurz außer der Reihe zu Wort. Als erstes ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. An die vielen Kommentare, die vielen Likes und alles, was ihr da so reinschreibt. Vielen, vielen Dank. Es macht mich wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir mit eurer Sendung, also wir mit unserer Sendung, pardon, ich bin richtig aufgeregt, dass wir mit unserer Sendung es immer wieder schaffen, euch aus dem Alltag herauszureißen, in den DeLorean zu packen und auf eine Reise die besseren Zeiten mitzunehmen. An dieser Stelle ein ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Also das macht so einen alten 80er-Jahre-Freak wie mich richtig glücklich. Und da gibt es auch gleich ein Problem. Da möchte ich einfach mal kurz darauf eingehen. Durch die Zeugen der Vergangenheit, die wo ja teilweise also enormste Klickzahlen haben, bis zu 117.000. Und dadurch haben wir extrem viele Kommentare bekommen und ich komme nicht hinterher mit den Beantworten. Weil ich habe immer die Angewohnheit, alle Kommentare zu beantworten und zwar persönlich zu beantworten. Und momentan liegen rund 500 bis 1000 Kommentare unbeantwortet auf meinem YouTube-Channel. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch entschuldigen. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich frei und da werde ich auch gucken, dass ich die Post aufarbeite. An dieser Stelle, sorry Leute, aber momentan, das habe ich auch sehr viel um die Ohren, beruflich und durch die Zeugen der Vergangenheit, die Folgen, die ja sehr aufwendig sind. Im Durchschnitt braucht eine Folge Zeugen der Vergangenheit mit den Katalogen so viel Zeit wie 10 bis 15 Fantastic-Folgen. Und wir versuchen natürlich, immer eure Zuschauerwünsche zu respektieren und zu berücksichtigen, wenn es irgendwie möglich ist. Also hier seht ihr auch schon, was noch momentan gerade hier alles rumliegt, wo ich nicht hinterherkomme. Michael Knights Kit liegt noch rum, neue Masters of the Universe Figuren, natürlich die Retro Collection, ein AT-AT von Lego, den wo ich schon seit einem Jahr hier rumliegen habe und mich immer noch davor drückt, den aufzubauen. Wir haben auch zwei Kataloge, unter anderem, die jetzt gerade in Planung sind. Einmal 1974, das wird das Gegenstück sein zum Konsumkatalog und der ist ganz interessant. Das Highlight in diesem Katalog ist, man konnte da drin tatsächlich echte Hunde bestellen. Ohne Witz, echte Hunde. Also ich weiß nicht, wie das da abläuft, du musst selber nochmal genau reingucken. Ich denke mal, da hat man einen Karton aufgemacht und dann hieß es dann auf einmal, nee, die hatte man damals dann über so einen Züchterservice bekommen. Das wird bestimmt eins der Highlights. Und der zweite Katalog, Back to the 80s, 1988. Den werden wir auch noch behandeln. Den habe ich euch schon versprochen. Und da gibt es unter anderem den Miami Vice Style. Crockett und Tubbs. Wir haben auch noch welche, noch einen aus den 90ern. Aber da möchte ich euch mal die Frage stellen. Welches Jahr hättet ihr am liebsten aus den 90er Jahren? Schreibt das einfach mal unten rein. Und zudem planen wir ein großes Masters Special im Frühjahr. Und da wird dann wirklich alles Mögliche behandelt. Und da möchte ich euch auch fragen, was hättet ihr gerne in diesem Masters Special gesehen? Kassetten, klassische Figuren aus den 80er Jahren, Origins, Videokassetten etc. Schreibt es einfach mal unten rein. Und wenn wir es hinkriegen, machen wir auch noch ein großes Star Wars Special. Ebenfalls Klassik, neu etc. Leute, hier liegt noch so viel wunderschöne, herrliche Arbeit rum. Ich liebe die Retro-Bar. Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic, tolles Merchandise an der Retro-Bar in der Videothek. Der coole Typ mit der Schimanski-Jacke, der in den 80ern hängen geblieben ist. Ah, die neuen Masters-Figuren. Und schaut mal im Hintergrund den Lego AT-AT. Das große Problem ist das, ich habe einfach keine Zeit, den aufzubauen. Ferris und mein Telefon. Die neue Retro-Collection. Da hinten Michael Knight. Montana, Obi-Wan. Ha! Ja, hier ist es. Ihr konntet hier tatsächlich Hunde bestellen. Das werden wir ganz genau behandeln. Ach, ich liebe diese Katalogsendung. Leute, wusstet ihr eigentlich, dass die Kataloge bisher als unverfilmbar galten, aufgrund ihres extremen Umfangs? Sie sind auch wirklich sehr umfangreich, aber wunderschön. 2.500 Kameraeinstellungen waren bei der letzten Folge nötig, um den Katalog euch zu präsentieren. Aber die Arbeit macht immer so herrlich viel Spaß. Ach Leute, es macht so viel Spaß, in die Vergangenheit zu reisen. Überlegt euch mal die ganzen alten Möbel, wie wir immer da gesessen sind, die alten Quelle-Kataloge durchgeschaut haben und immer davon geträumt haben, was wir alles kaufen würden, wenn wir genug Geld hätten. Ja, das ist 80s. So Leute, jetzt mache ich aber wirklich Schluss.